Ja, der Partnerschaftsverein ist aus Hennef eigentlich gar nicht mehr wegzudenken und hat deswegen natürlich eine ganz, ganz große Bedeutung für die Stadt und für die Menschen, die hier wohnen. Deswegen verbinde ich meine Glückwünsche zu 4 Jahrzehnten geleisteter Arbeit mit der dringenden Bitte, diese Arbeit auch in den nächsten Jahrzehnten so engagiert fortzusetzen. Denn Partnerschaft und Freundschaften, die müssen gelebt werden. Die kann man nicht einfach von oben beschließen, kann nicht der Stadtrat beschließen und auch nicht der Bürgermeister. Das muss in der direkten Begegnung passieren. Und diese Begegnung, dieser Austausch, der muss organisiert werden. Und da wären wir als Stadt Hennef ganz schön aufgeschmissen, wenn es die engagierten Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Städtepartnerschaftsverein nicht geben würde, die das seit so vielen Jahren ganz engagiert machen. Gleichzeitig bereichert der Verein mit seinem Angebot natürlich auch das gesellschaftliche, kulturelle, sportliche Leben in unserer Stadt auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, gerade angesichts aktueller Entwicklungen, die wir überall so wahrnehmen können, angesichts von Ängsten im Zuge der Globalisierung und daraus resultierendem Rückkehr nationalen Denkens, auch von Vorurteilen und Abschottung. Ich glaube, gerade in dieser Situation ist Städtepartnerschaft eine Pflichtaufgabe, muss gemacht werden, muss gelebt werden. Und dafür sage ich ein ganz, ganz herzliches Danke für 40 Jahre und bitte weitermachen. Wir freuen uns über 40 Jahre Start in Partnerschaft mit Hennef und über 20 Jahre Stadtpartnerschaft mit Hennef und über fast 25 Jahre Städtepartnerschaft mit Hennef und senden herzliche Glückwünsche. Oh.